Was geht ab, meine Z-Fighter? Ozri hier. Und heute gibt es ein Showcase zu einem Full-LR-Team. Ein Team, das nur aus LR-Charakteren besteht. Das ist das Team, was ihr hier auf eurem Bildschirm seht. Wir haben das Ganze zu verdanken dem Kid Gohan, dem LR-Kid Gohan. Denn er gibt jedem Typus Ki plus 3 auf jeden Attribut 77%. Heißt, er ist der beste Rainbow-Leader momentan im globalen Dokkan-Battle. Ihn als Leader genommen habe ich dann natürlich die restlichen LR-Charaktere, die restlichen Summonable LR-Charaktere. Und ja, ich weiß, eine Maschine geht da fehlt. Aber sei es drum, wir haben LR Vegito Blue für ihn. Heißt, das Team besteht aus den 4 Summonable LR. Wir haben LR Gohan, LR Trunks, LR Broly, LR Goku Black und Zamasu. LR Kid Gohan als unser Leader und LR Vegito Blue als Free-to-Play-Leader. An der Stelle werden wir noch sehen, was LR Vegito Blue so auf dem Kasten hat. Ich würde sagen, wir machen hier ein oder zwei Dokkan-Events. Auf Boss Rush würde ich gerne verzichten, denn das geht wirklich viel zu lang. Ich werde mir gezielt ein, zwei Events aussuchen. Dann würde ich sagen, verlieren keine Zeit und sehen uns gleich im Kampf. So, und da sind wir auch schon. Wir sind im Super Saiyan 4 Vegeta-Event. An der Stelle riesen Shoutout an Jimmy und Russell. Denn ich habe keine LR Kid Gohan Friends gefunden, habe auf Twitter quasi eine Anfrage gesendet, dass diejenigen, die LR Gohan haben, mich gerne adden können. Heißt, wenn ihr einer davon seid, LR Kid Gohan, wenn ihr ihn habt, könnt ihr gerne auf Twitter vorbeischauen, auf den Post, um mich da auf jeden Fall adden. Ja, Shoutout an Jimmy und an Russell an der Stelle. Wir nutzen sie als Friends. Heißt, wir bekommen zweimal Ki plus 3, 77% auf jeden Attribut und wir haben ein volles LR Team. Bei einer Rotation bin ich mir ein bisschen unsicher, ich habe mir da keine Gedanken gemacht, wenn ich ehrlich bin. Denn es sind nur Charaktere da im Team, die Schaden machen, reinen Schaden. Wir haben weder Supporter noch irgendwas drin. Was ich ganz sicher weiß, ist, dass ich den LR Kid Gohan rausrotieren werde. Denn er ist wirklich nur da, um uns den Leader Skill zu geben und nicht mehr und nicht weniger. Aber, okay, die anderen legen schon auf jeden Fall los. LR Vegito Blue mit, also Wilson, er ist wirklich sehr tanky. Wir haben 2x77% Lead mit 1,2 Millionen Crit in einem 77% 2x. Ist GG. Es ist GG. Ja. Da geht noch so viel mehr eigentlich. Aber in einem Full LR Team mit 1 Million Schaden, dass die raushauen, 1 Million Crit. Schon mal sehr cool. Unsere HP ist bei 315.000 plus minus. Ist auch wirklich sehr, sehr gut, Leute. Ihr dürft das echt nicht unterschätzen. Das ist wirklich. Normalerweise haben wir schon Kategorie-Teams in der Meta oder auch 120%-Teams. Und diese Dudes kommen hier trotzdem mit so vielen Werten daher. Natürlich, es ist ein reines LR-Team, deswegen haben sie so hohe Werte. Macht nichts, beziehungsweise freut mich das auf jeden Fall, dass die dann wirklich auch so raushauen. Und genau, wir werden mal gucken, wie es das ganze Team macht. Ich habe, wie gesagt, mir noch keine Gedanken darüber gemacht, wegen Rotation und so weiter und so fort. Ein bisschen schauen, wenn ich ehrlich bin. Eventuell würde ich gerne LR Vegito Blue mit Trunks in einer Rotation halten, denn diese beiden haben Shattering the Limit, geben sich gut Ki untereinander, Super Saiyan zum Beispiel, Linkskill genauso. Und Goku Black hätte ich eigentlich gerne mit Broly in einem Team, beide haben Fierce Battle in einer Rotation, um es besser zu sagen. Beide haben Fierce Battle etc. Wobei ich wirklich, also bei dem Team, ganz LR Team, kann ich eigentlich mich frei bewegen, ja, die Rotation so bauen, wie ich mag, je nachdem, gegen welchen Gegner ich gerade kämpfe. In dem Fall, um es klarzustellen, müsst ihr euch wirklich nicht immer an so Rotationen halten, Punkt für Punkt, wenn euch das, also wenn euer Team so oder so wirklich sehr gut ist und euch das mehrere Rotationen zulässt, euch zulässt, dass ihr flexibel seid, dann könnt ihr da gerne rumagieren. Ich werde das Ganze so machen, ich werde Broly rausrotieren, denn danach kämpfen wir gegen Vegeta, wir haben Typennachteil, deswegen hauen wir Broly an der Stelle raus. Aber wir sehen schon wirklich, die Charaktere unter sich linken sich auch sehr gut. Prepared for Battle, ja, das ist unter anderem wegen Prepared for Battle, ja. Ihr dürft das nicht unterschätzen. Dieser Dude, Vegito Blue, hätte halt nicht over eine Flash. Würde ihm Ki plus 3 geben, aber in dieser Rotation speziell hätte er gar keine Ki bekommen. Denn diese Charaktere haben nicht over eine Flash, sie haben aber Prepared for Battle. Und er hat das Gott sei Dank auch Prepared for Battle bekommen. Gibt zwar nur Ki plus 2, aber an der Stelle ist es ein Buff, weil Prepared for Battle bei den meisten Charakteren mehr vertreten ist als Over in a Flash. Anyway, also mit zwei Charakteren sind wir auf Ultra Super gekommen. Sehr cool. Und ja, Vegito Blue tankt das hier, ne? Tankt das locker. Das macht ihm gar nichts aus. Das ist sehr cool zu sehen. Jetzt komm, let's go. Wie ist sein Schaden? Wie ist sein Schaden selbst? Double 77% Leader, 154% insgesamt. Fast eine Million ohne Crit, sehr cool, sehr, sehr cool, sehr, sehr cool. Natürlich kommen sie auf weitaus mehr Schaden
ihren jeweiligen 120% Teams oder Kategorie Teams etc. Aber das, was sie hier liefern, ist bis dato auf jeden Fall auch schon sehenswert. Wenn euch das Ganze auch gefällt, wenn ihr eine Meinung seid mit mir, dann lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn euch das ganze Video quasi gefällt. Und falls ihr neu seid, lasst auf jeden Fall auch ein Abo da, beziehungsweise betätigt den Abo-Button, um zur Crew zu gehören. Hashtag auf Sie weiter, Leute. Let's go. Gut, und das wollte ich genauso. Wir haben jetzt Goku Black, der wird... Ich mache das Ganze so. Die teilen sich... Wir sehen schon, Kid Gordon ist wirklich nur da, um seinen Leader zu geben. Ja, diejenigen, die nicht wissen, was Kid Gordon sonst so kann, können wir uns gerne nochmal angucken. Er macht Costal Damage mit einer Rare Chance zu Stun. Mit der ersten Ulti, mit der zweiten Ulti erhöht er seinen Angriff greatly und macht Mega Colossal Damage. Passive Skill ist, er bekommt 10.000 Verteidigung immer so, wenn die Runde beginnt. Bekommt Keep plus 5 auf den Angriff 25.000, aber auf die Verteidigung minus 10.000, wenn die HP 50% oder drunter sind. Seine Links sind auch ein bisschen, ne, also er ist wirklich, um es rein zu sagen, einfach nur da, um der Leader zu sein. Einfach, wir wollen ihn einfach nur rausrotieren, aber an der Stelle würde ich gerne mal seine Ulti vielleicht zeigen. Gucken wir mal, ob wir das hinbekommen. Sollten wir eigentlich hinbekommen? Ihr seht schon, ja, die Runde leider nicht. Die Runde bekommt es leider nicht hin. Egal, vielleicht im nächsten Event, vielleicht im nächsten Event, vielleicht im nächsten Event. Ich merke mir das auf jeden Fall, dass wir auch mal seine Ulti sehen, ja? Die erste und die zweite Ulti, diejenigen, die Kid Gohan nicht, beziehungsweise gar nichts mit ihm anfangen können. Denn, woher bekommt ihr Kid Gohan? Falls ihr das auch nicht wisst, aus dem Super Battle Road Missionen. Aus dem Super Battle Road Missionen, wenn ihr da jegliche Fragen habt zum Super Battle Road. Ich habe dazu einen Guide gemacht, einen Stream hochgeladen, wo wir das auch das Ganze machen mit ein, zwei Teams. An sich, nicht wundern, Super Battle Road ist unter der Woche nicht mehr online, sondern ab jetzt jedes Wochenende. Das war nur quasi unter der Woche für ein paar Tage, für ein, zwei Wochen online, weil es da neu rauskam. 44.000 Schaden, okay. Also, ich wollte gerade sagen, wir haben bis dato noch kaum Schaden bekommen. Liegt auch daran, dass Goku Black sich immer healt, wenn er reinkommt. Goku Black hat schon angegriffen, ich habe den Angriff verpasst. Ich konnte nicht... hab da ein bisschen zu viel geredet. Ich habe nicht mitbekommen, wie viel Schaden er gemacht hat. Aber dann würde ich sagen, wir bomben das Ganze mal hier noch ein bisschen weiter aus. Und zwar... Lass mal Vegito Blue da. Lass mir mal Vegito Blue da und gucken, wie viel der Tank mit Typen-Nachteil. Lass mal die Orbs für Kid Gohan da. Jetzt habe ich mit Gohan absichtlich nicht geultet, damit wir Kid Gohans Ultra-Super-Deck sehen. Let's go. Ja, komm her. Komm du nur Ruhe. Komm ruhig her. Mit der ersten Ulti erhöhen wir unseren Angriff und die Verteidigung. Heißt, wir werden danach tanky und das ist Kaioken-Effekt. Das bleibt die ganze Zeit. Und ich hoffe... Ja, nee, okay. Er sollte passen. Er sollte das überlegen. Gohan hat keine Ulti. Mal gucken, ob das Kid Gohan banden kann. Let's go. Vielleicht haben wir den unterschätzt. Schauen wir mal. An der Stelle, my friends... Jimmy! Sein... Ja, die Ulti ist geil. Das ist das einzig Geile an der Karte, finde ich. Okay, einzig Geile nicht, aber das ist eines der Geilen. Aber wir sehen schon, ja, so viel Schaden macht er nicht an der Stelle. Aber ey, perfekt. Das ist jetzt die erste Ulti. Kommt mit dem Stab daher. Aber die hat gekrittet. Sehr gut. Da hat den doch noch rausgenommen. Sehr, sehr schön. Dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich im zweiten Event. So, zum zweiten Event. Wir sind im Super Vegito Event aus aktuellem Anlass. Und Shoutout an Russell. Danke fürs zur Verfügung stellen von... Vom zweiten Friend von Kid Gohan. Und zwar sind wir, wie gesagt, im Vegito-Event. Aus aktuellem Anlass, aber auch, weil es mich interessiert, beziehungsweise wissen wir, wenn wir den Linkskill fürs Battle aktivieren, dass wir vermehrt Schaden machen. In dem Team, in dem Ella-Team, haben nicht alle Charaktere fürs Battle, deswegen bin ich da gespannt. Besonders sehen wir da den Unterschied, was ausmacht, ob ein Charakter fürs Battle mitnimmt oder Shattering the Limit. Okay, speziell in dem Fall ist fürs Battle besser, ganz klar, weil es Event-spezifisch ist, dass wir da vermehrt Schaden machen quasi, beziehungsweise auch weniger Schaden bekommen. Aber wollen wir dann trotzdem sehen, ob die anderen Charaktere auch durchkommen. Im Crit zum Beispiel, der Trunks mit seinem Crit oder Vegito Blue, ob er das tanken kann und so fort. Ob er da gut Schaden macht. Aber ich bin guter Dinge auf jeden Fall und währenddessen hat schon Broly hier aufgeräumt. Und die Rotation werde ich auf jeden Fall behalten. Goku Black mit Broly, denn beide haben fierce Battle. So. Okay, hier könnte es schon ein bisschen kniffliger werden. Ich würde das Ganze mal gerne so lassen. Mich eigentlich nicht healen. Wir haben ein bisschen weniger als 300.000 HP. Ich würde mich an der Stelle wirklich ungern healen, um zu sehen, wie viel sie überhaupt tanken. Denn ich denke, dass sie trotzdem, dass Kid Gohan trotz seines 10.000 Death Boost ein bisschen viel Schaden nehmen wird. 13.000, okay, ist noch akzeptabel. Ist noch akzeptabel, wenn ich ehrlich bin. Denn normalerweise so ein Auto-Hit sollte eigentlich mehr Schaden machen aus so einem Dokument, vor allem von Vegito. Soll heißen, gucken wir mal, wie viel Gohan bekommt durch den Auto-Attack. Ich hoffe, es ist kein Ulti an der Stelle.
Hier unten ganz klar, okay. Aber damit wir dann einen Vergleich haben zu Kid Gohan, wie viel der da schön getankt hat mit. Okay, 18.000. Okay, Kid Gohan hat ein bisschen weniger getankt durch seine Passive da quasi, da 10.000 auf die Verteidigung bekommt. Macht nichts und ja, das ist perfekt. Das ist wirklich die perfekte Rotation. Wir haben Typenvorteil mit Goku Black Rosé. Und Zamasu. Zamasu dürfen wir niemals vergessen. Ich vergesse ihn gerne. Aber er ist auch Teil der Karte. Ja, Goku Black Rosé und Zamasu. Und also bis jetzt kommen wir immer auf die Ulti. Auch wenn es die erste Ulti ist, ist es trotzdem sehr nice. Denn alle Charaktere, ihre Link-Skills setzen ein bisschen speziell. Denn alle Charaktere benutzt man eigentlich wirklich nur als Teammitglieder in anderen Teams, nie als Leader quasi. Hier haben wir jetzt Kid Gohan als Leader, das ist sehr, sehr gut, kommt mir entgegen. Sie in einem eigenen Team, beziehungsweise worauf ich eher hinaus wollte, ist ein ganz komplettes Ella-Team linkt sich nicht so gut wie ein anderes Team, was auf ein Mono-Team zum Beispiel aufgebaut ist, auf ein Kategorie-Team, wo sich die Charaktere untereinander besser linken, ja. Da sind die Ella-Charaktere individuell ganz klar stärker und durch die Sets, durch ihre Einzigartigkeit, sage ich mal. Aber so in Sachen Link-Sets, klar, ich will nicht sagen, dass sie sich nicht linken. Sie linken sich Gott sei Dank mit mindestens 1 bis 3, 4 Link-Skills. Aber wenn wir hier jetzt schon mal sehen, unser Ella-Kid Gohan-Boy, der nimmt da quasi fast nichts mit außer Legendary Power. Und dann ist auch RIP. Das war's dann auch schon. Und an der Stelle müssen wir ganz klar Ella Gohan schön nach links schieben. Er hat einen Typennachteil. Ella Vegito Blue. Ich will mit ihm mal. Ich starte mit ihm mal die erste Ulti, denn dann bekommt er. Wird sein Angriff erhöht und seine Verteidigung. Und das ist die Kaioken-Mechanik. Leute, die mit der Kaioken-Mechanik nichts anfangen können. Wenn in der Ulti steht, dass beispielsweise während der Ulti Angriff des Charakters erhöht wird oder die Verteidigung ohne eine Begrenzung, also ohne dass da steht für eine Runde, für drei Runden etc., sondern nur wenn da steht wie bei Vegito Blue, Raises Attack und Death, erhöht Angriff und Verteidigung, dann kann man das stacken. Je öfter er diese erste Ulti macht, desto höher wird sein Angriff, seine Verteidigung mal zu mal zu mal. Seine zweite Ulti Mega macht beispielsweise, hat die Bedingung, dass er greatly seinen Angriff erhöht, aber für eine Runde. Das gilt dann wirklich nur für eine Runde. Und genau, das ist der Unterschied zur Kaioken-Mechanik. Wow, okay, er tankt wirklich sehr, sehr gut. Seinen Schaden habe ich an der Stelle mal wieder verpasst, weil ich zu viel geredet habe. Macht nichts. Jetzt versuchen wir uns mal ein bisschen zu konzentrieren. Denn speziell, warum ich auf den Schaden achten wollte, ist, ab jetzt zählt ja der Link-Skill Fierce Battle. Die Charaktere, die Fierce Battle jetzt aktivieren, machen Schaden gegen Vegito. Okay, wir haben es jetzt kaum Schaden gemacht, heißt. Das war noch nicht so der Fall. Ich würde gerne. Zamasu sollte eigentlich seine Stacks schon haben. Ich würde gerne Broly nach links stellen. Warum mache ich das Ganze so? Denn nachdem Broly ultet, beziehungsweise wenn Broly ultet, verringert seine Verteidigung sehr stark. Er bekommt quasi fast. Was heißt quasi? Er bekommt Negativwerte. Wenn wir uns das Ganze mal ganz kurz anschauen, damit ihr doch wisst. Denn das ist wichtig, wenn ihr Broly wirklich in die richtigen Positionen hinstellt. Denn wir sehen das hier. Wenn er einen Super Attack macht, bekommt er zwar 80.000 Angriff, aber er fehlt 20.000 Verteidigung. Der Dude hat 11.000. Und wenn er, ja, dann hat er Negativwerte, ja, minus 20.000. Da muss man kein Genie in Mathe sein! Damit er dann auf Negativwerte kommt. Soll heißen, ich will erstmal angegriffen werden, bevor ich geultet habe, denn dann haben wir noch unsere 11.000 Verteidigung. Hätte ich ihn jetzt in die Mitte gestellt, würde ich weitaus mehr Schaden bekommen, denn nach meiner Ulti, erst nach der Ulti, hätte ich Negativwerte auf meine Verteidigung. So, aber Fierce Battle ist aktiviert und da kommt aber noch eine Ulti. Wir kennen Broly, er ultet zweimal. Er ultet zweimal und das ist dann geil an der Stelle. Ja, so Fierce Battle, so, das sage ich euch immer und immer wieder. Wenn ihr auf sowas achtet, so stage-spezifische Bedingungen, dann kommt ihr auf euer Schaden, ja. Okay, ja, es war jetzt Ella Broly, ein Full Ella Team, aber wir wissen es auch aus der Stage Showcase, als ich die Stage gemacht habe, dass ihr da auf jeden Fall auf so Bedingungen achten solltet. So, jetzt ist interessant. Jetzt ist interessant, denn wir haben keinen Charakter mit Fierce Battle. Haben wir zwar Ella Gohan, aber sein Links hier wird nicht getriggert, weil die anderen Charaktere das nicht haben. Und an der Stelle muss ich auf jeden Fall aufpassen. Denn Gohan hat auch noch Typennachteil. Ich aktiviere mal King Gamer. Wir erhöhen unsere Verteidigung 50%. Beziehungsweise Damage Reduction haben wir 50%. Wir erhalten 50% weniger Damage. Und guck mal, wie das Ganze läuft. Eventuell hätte ich Vegito Blue ganz nach rechts stellen sollen. Wäre vielleicht klüger, weil Trunks da nicht den Typenvorteil hat. Wir haben damit Trunks ganz klar den Typennachteil. Vegito Blue hätte den Vorteil.
Aber an der Stelle schauen wir einfach mal, wie das Ganze läuft. So, okay, Crit, ganz klar, Crit kommt auch natürlich durch. Auch wenn Vegito Blue kein Fierce Battle hat, kritische Schaden, es liegt quasi im Namen, es ist kritisch. Es ist RIP. Wenn man crittet, dann ist RIP. Crit ist RIP, das sage ich immer und immer wieder. Crit hintergeht sowas quasi. Ja, das hier, das könnt ihr euch merken. Und wir sehen es, ja. Okay, auch wenn der Typ Nachteil hat, an Schaden kommt er nicht ran. So, jetzt brauchen wir die Pässe von Trunks, let's go. Du musst critten, Boy. Kein Crit, okay. Wir bekommen die Ulti auf Trunks. Gut, dass wir unser Item aktiviert haben. Bin ich mal gespannt, wie Schaden er dennoch macht mit Item, mit Damage Reduction. 33.000 mit Damage Reduction. Also das wären weitaus mehr. Okay, quasi das Doppelte, weil wir 50% Damage Reduction haben. Gut, anyways, sei es drum. Und die Runde sollte, bin mal gespannt, ob die Runde jetzt alles auseinander nimmt. Wie gesagt, ich würde eigentlich eher Broly ganz nach links stellen erstmal. Zamasu hat schon seine Stacks. Aber oh je, kommen, beziehungsweise aktiviert sich Berserker schon? Nee. Denn Kid Gohan nimmt auch Berserker mit. Wir stellen das Ganze mal so auf, damit den beiden ulten kann. Gohan nimmt Berserker mit. Und Berserker gibt nochmal einen Angriffboost für Broly, wenn die HP 50% oder drunter sind, waren es, glaube ich. So, jetzt sehen wir aber auch den Unterschied, ja. Broly wird nach... Oh, ich habe vergessen, Items zu aktivieren, denn wir sehen, er macht wirklich sehr viel Schaden und ich habe jetzt Broly in die Mitte gestellt, um euch zu demonstrieren, dass er nach der Ulti weitaus mehr Schaden bekommt, weil wir dann Negativwert auf die Verteidigung haben, aber ich denke, Broly sollte das bis dahin beenden, hoffe ich, sonst könnten wir vielleicht noch mit einem blauen Auge hier rausgehen. Gucken wir mal, wie das Ganze läuft. Ja, okay, Broly, zweite Ulti, der sollte das Ganze hier beenden. Komm schon, Broly. Nice. Cool. So viel dazu, Leute. So viel zum Schock. Ist zu einem Full Alert Team. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, gebt den ganzen Like. Und wir sehen uns im nächsten Video. Peace.